Marsche, Morgen. was machen wir denn heute? Ja, schon mal. Was heißt hier? Was machen wir denn heute? Hast du mal rausgeguckt? Es ist schon kein Morgen mehr, es ist abends. Aber es ist immer noch heute. Wann bist denn du heute aufgestanden? Ach, zeitig. Unfassbar. Ich will da keine Geschichte erzählen. Ja? Also, der Mann hat da einen anderen Rhythmus, das ist halt so. Ja? Aber pass mal auf, von welchem Rhythmus. Aber Hauptsache Rhythmus. Wir machen heute hier auch die Dreie. Wir machen, wie heißt das, Dreivierteltakt oder was? Ja, in der Musik, ne? Wir machen heute Du Wascht bist in doch der selbst Wascht. Musiker. Ja, stimmt. Wir machen heute Wascht in der Wascht in der Wascht. Und für alle Vegetarier da draußen, wir füllen das mit Pflaume. Also, ich finde, haben wir alles gemacht. Richtig. Mehr oder weniger. Und damit es auch noch so richtig gesund wird, machen wir am Schluss noch ein bisschen frisch gehackte Ja, Blattpetersilie wie dazu. schön. Als Beilage, also ich zeige schon mal. Wir haben hier Schweinefilet, das könnt ihr auch mit dem Rücken machen. Wir machen es aber heute mit Schweinefilet. Ich schneide das gleich. Oh, komm, ich zeige gleich. Wir sind schon dabei hier. Einmal aufgeschnitten. Ja, wie schön. Zack. Das machen wir noch ein bisschen tiefer. Ja. Und hier ist hier wieder mein Lajol. Passion France, ja, selbst gekauft. Dass ihr hier sagt, das ist hier Schleichwerbung mal. Das haben wir noch nie gemacht. Sponsor oder sowas. Übrigens auch nicht, warte mal, ich muss gerade hier diese Firma, ja, die wir die ganze Zeit schon featuren hier, weil wir da drauf unseren Krempel machen. Ich, kein weiteres Wort. Zurück zum Thema. So, also, Wascht in der Wascht in der Wascht. Was machen wir? Es gibt außerdem als Sättigungsbeilage, haben wir hier Trillinge. Da kommt jetzt natürlich Wasser rein, wird gekocht. Wir machen erstmal Pellkartoffeln, aber wir machen dann einen Kartoffelstampf mit der Schale. Ja, wie So. schön. Dann, wie mache ich es nahtlos? Pass mal auf, und jetzt habe ich hier so Backpflaume. Da ziehen wir uns hier eine schöne Linie. Ja, guck dir mal, wie schnell es heute geht. Also, das ist wirklich kurz entschlossen. Ja, das ist einfach so schnell gemacht. Das ist. So, und dann einfach hier wieder hier zusammen batschen. Ja, wie schön. So, jetzt tue ich das. Jetzt könnte man sagen: Moment mal, das hält doch im Leben nicht. Ja, aber dass das hält, das zeige ich mal euch gleich, wie das geht. Wenn ich nämlich hier. Ich mache es euch einmal vor, die Wurst aus dem Fell geschlagen habe. Welche Wurst nimmst du dazu? Kopp-Bratwurst. Aus dem schönen Hessenland? Natürlich. Großartig. In dem Fall von der Metzgerei Riel aus Amöhleburg-Rosdorf, Mittelhessen. Wo ich ja schon seit ein paar Jahren wohne. Die dich kennen und schätzen. Richtig. Dazu haben wir schon vorbereitet. Halte mal die Kamera drauf. Ich habe hier ein Fond gemacht aus Abschnitten von Schweinekarree. Dann also mit Knorren vom Fleisch. Dann halt viel Gemüse drin. Wurzelgemüse. Nee, in dem Fall stimmt gar nicht. Es war doch, nee, es war ein bisschen Karotte, es waren ein paar Pilze und Schalotte. Das war es eigentlich. Also kein klassisches Wurzelgemüse bis auf die Karotte. Dann halt mit Weißwein abgelöscht, ein bisschen einreduzieren lassen, kaltes Wasser drauf und ab, ein bisschen Salz, Pfeffer drauf und dann einfach mal so 2 Stunden lang rumgefummelt. Und dann habe ich hier so eine kleine Charge mitgebracht, die könnt ihr auch Gemüsebrühe nehmen, wie ihr Bock habt. Was verstehst du jetzt unter dem Begriff herumgefummelt? Was hab ich das jetzt gerade gesagt? Ja. Das stimmt gar nicht. Wiederholung. Wiederhören. Sag mal, du hast ja die Zwischenzeit unfassbar toll genutzt. Was hast du denn da getan? Also. Ich habe jetzt hier den Speck über die ganze Brettfläche ausgebreitet. Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, ja, dass das hier nicht ganz reicht. Das wird sich ausgehen. Wir müssen improvisieren. Ich glaube, ich habe eine Bratwurst zu wenig gekauft. Ja. Dass das jetzt hier nicht so dahin sich ausgeht, ist in Ordnung. Aber hier Gut, es wird. Und dann, ansonsten kriegt es ein ganz Special ja, Flavor. das ist. Hier, das gibt eine ganz andere Maserung. Ja, großartig. Quasi. Aber. Hier, aber wenn ihr noch. Tritt Bratwurst habt, ist es auch nicht schlecht. Wäre schön, wenn er jetzt vorbeikommen wird. Ja? Ich versuche das hier mal so ein bisschen. Oh, hier. Hier, ich habe eine neue Technik entdeckt. Handkantenschlag. Beim Brett verteilen. Guck mal, wie das jetzt geht hier. Das, wie das sich wegmeandert hier, wie eine Endzeitmoräne. Merkt ihr was? Ich baue Strecke auf. Ja, du bist für mich der Obermuränenhecht. Hier schön die Naht nach unten, also quasi die offene Wunde von dem Ding. Und leg das jetzt hier so
schon mal geschmeidig drüber. Ne? Aber wie schön machst du das? So. Und jetzt rollt er das. Guck mal hier, das geht eigentlich fast super aus. Also, mir hätte schon noch ein Bratwurst mehr, wäre schön gewesen. Ja. Nein, aber das ist auch so okay. Wir müssen ja auch an die Kalorien denken. Ach, stimmt. Ist auch viel gesünder. Natürlich, weil es ist aber so, der vegetarische Anteil wächst ja jetzt eminent. Ja, ja total. Ja. So, und das rollt er bis Schluss. Yes. So, und ganz wichtig, das könnt ihr so umschlagen. Ja. Und ganz, das machen wir jetzt, wir tun das dann auf der Naht hier scharf anbraten. Und dann bleibt es auch geschlossen. Und das machen wir gleich. Normalerweise habe ich ja immer mein, ihr wisst schon, Padawan. Ja, aber der mir die Rüstung anlegt. Ja, aber der hat heute beide Hände voll. Ist verrückt. Ja, verdammt, ich kann das gar nicht so gut. So. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir sind ja jetzt schon in der weihnachtlichen Zeit. Auch wenn das vielleicht zum anderen Zeitpunkt ausgestrahlt wird, ihr könnt es ja immer. Das ist ja ein zeitloses und ich sage mal, ein wetterunabhängiges Gericht. Ja, wie schön. Trotzdem grün. Und, guck mal, es hat ein bisschen was Weihnachtliches. So ein bisschen. Wenn du das sagst. Ja. Mhm. Was war nochmal die Rette? Zurück zum Thema. Was kommt jetzt? Ja, wir braten jetzt den Kamerad hier, wie gesagt, auch scharf an in der Pfanne. Da braucht er auch erstmal kein Fett, weil in der Pfanne war, hallo, das ist fett genug. Ja. Dann von allen Seiten immer so 1 bis 2 Minuten. Ja. Und dann kommt es bei 180 Grad Umluft, so für, ich sage jetzt mal, was wir das brauchen. Naja, vielleicht schon mal so 15 Minuten. Dann ist das durch. Oh, hier die Kartoffeln mal auch schon geholt. Jetzt ist es ja hier ein bisschen zu groß. Dann machen wir unsere Hörnchen draus. Guck mal, wie schön. Ach, wie lieb. Und wie das duftet, hallo. Ja, wie fein sieht das aus hier, hallo? Das Träumchen. Sag mal, wie hast denn du das jetzt geschafft? Das steht ja auf der Seite. Ja, und wenn ich dem jetzt hier noch ein Gesicht hier mal, dann könnte es auch so eine Raupe sein. Ach, die Raupe, die man sagt. Guten Tag. So, ich habe jetzt den Fond ordentlich runtergekocht. Und zwar um die Hälfte. Hab dazugegeben. Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß, arschklar. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Paprika, Edelsüß. Wenn du das nicht hast, dann ist es so wie, als wenn du keine Unterhose trägst. Ich meine, du kannst da auch mal Unterhose nicht tragen. Das kann ja mal sexy sein, ne? Ja. Aber auf Dauer ist es jetzt auch nicht so, ich sage jetzt mal so, animieren. Also, sag doch mal was, Tommaso, ja? Da muss er wussten. Du, ich bin fix und fertig gerade, aber, ja, aber ich bin wieder da. So Unterhose, die kann ja auch auf der anderen Art, also je nachdem, was ihr da so tragt, ne? Ja. Mega sexy sein. Oftmals besser als hat der keine an. Und ein Paprika-Edelsüß ist genau die Unterhose, also per se, und außerdem extreme Halt und Tiefe. Bitte hören. Bitte hören. Die ich nochmal eine Frage stellen will. Ja, ja. Oder darf, ja? Was wolltest du uns damit gerade sagen? Das heißt, die Soße braucht eventuell noch ein bisschen Pimping. Das hast du jetzt falsch verstanden. Also Paprika, das ist ganz wichtig. So, wir haben aber jetzt festgestellt, es braucht noch ein bisschen mehr. Ich habe noch ein bisschen Curry, nur so ein ganz bisschen Curry dazu gegeben. Ja. Wir geben jetzt einen Schlag Sahne dazu. Lassen wir es nochmal aufkochen. Und jetzt machen wir das, den Kartoffelstampf mit der Schale. Und weil wir ja heute so kalorienbewusst sind. Es ist ja auch Vorweihnachtszeit. Ja, sowieso. Winter sowieso. Aber das geht eigentlich auch alljährlich. Mhm. Und ganz wichtig, die Schalen wegen den Vitaminen. Und wollen wir ja heute kein Püree machen, weil ich mache ja Püree auch
Ich fange mit Stampf an und mache das dann so fein, ja, dass es dann eben Püree wird. Das machen wir heute nicht, also das reicht schon. Ich muss jetzt nur noch mal mit der Butter ein bisschen steuern, ne? Wir haben ja genug Butter. Butter ist zwar heutzutage ein fast unbezahlbares Gut, aber verrückterweise, wir haben noch ein bisschen. Ja? Also so sieht der Aperilla aus. Wir schneiden mal an. Ach hier, guck mal hier, da war überhaupt kein Pflaum. So unfassbar. Hier auch nicht. Wo ist die hin? Wo ist die Pflaume? Aber sie kommt. Ah, jetzt. Ah. Ey, guck mal. Und hier. Schön, merkt ihr was hier? Schön saftig. So muss das aussehen. Wir richten an. Guck mal hier, ich opfer mich. Ich nehme die eine Scheibe ohne Pflaume. Du bist so unfassbar großartig. So, die Soße. Traut euch. Schön rustikal verteilen. Hier, Tommaso. Ja? Wir haben ja heute, es war ja viel wärmer als gestern. Richtig. Und haben wir ja heute frische Brühe gebraucht, also eine besondere. Richtig. Und zwar, wir haben zu diesem wunderbaren Gericht heute das hier am Start gehabt. Es sieht aus wie ein Weißwein, ne? Ich glaube, es könnte ein Weißwein sein, ja. Und da wir heute uns gesagt haben, wir bleiben komplett in der Pfalz. Haben wir das am Start gehabt. Und zwar der nackte Riesling 2020 von der großartigen Katrin. Und ich finde, für alle Leute, die gerne diese leichte, wir nennen es ja ein bisschen Tankstelle, also bitte verzeiht, also vor allen Dingen mir das, also es ist so eine positiv konturierte Adjektiv, für so leichte Petrolnoten, die das Ding schon hatte, obwohl es noch gar nicht so alt war. Also es ist einfach geiles Zeug, ja. Klasse. Heute sind wir uns gar nicht einig, weil diese Petrolnoten, die habe ich da überhaupt nicht gehabt. Ja, siehst du mal. Aber du bist ja auch nasal heute. Bin ich immer noch nasal? Ja. Scheiße. Ja, jetzt merke ich auch gerade die leichten Petrolnoten. Was haben wir gemacht? Wir haben was Leichtes gewählt. Und zwar das da. Das sieht schwer nach Rosé aus. Das sieht sehr nach Rosé aus. Und es ist nicht nur Rosé, sondern es ist das Zeug gewesen. Und zwar, das ist der Rosé-Sekt von Lergenmüller aus der schönen Pfalz. Ein Hammer, den wir im Sommer bei einer wirklich sehr, sehr charmanten Probe mit Viktoria Lergenmüller kennengelernt haben, der uns damals fasziniert hat, hier bei 25 Grad, und der aber auch jetzt noch steht. So sieht er aus. Zuvorderst die Erdbeernote, deshalb Spätburgunder. Ach, vielleicht noch ein wenig Himbeere. Himbeere? Wobei ich die gar nicht so krass vorne bin. Ja, aber du hast recht, so ein Hauch von Waldfrüchten ist eben auch noch dabei. Und das lässt einen nachdenken über eine Reihe von anderen Rebsorten. Aber ist eigentlich egal. Ist einfach geiler Mat. Dieses Zeug ist wirklich maximal erfrischend und hat zu unserem Stuff heute perfekt gepasst. Das können wir literweise.